So schauen wir mal, wie es weitergeht. Was sich uns offenbaren wird. Naja, wie es aussieht, ein künstlicher Mensch oder so. Sehr geehrter Direktor Bissitia, die Objekte der folgenden Seriennummernwesen wiesen Anomalien auf, die sie für weitere Versuche ungeeignet machten. ID bla 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 bis bla bla bla. Da sie bereits Plasmodien ausgesetzt worden waren, habe ich sie im Brennofen entsorgen lassen, um weitere Kontamination zu vermeiden. Okay. Bin ich etwa nur ein fehlgeschlagenes Experiment? Bin ich das? Vermeintlich entführte Kind. Es würde Sinn ergeben. Da ist jemand. Sag, was wurde aus deinem verlorenen Sohn? Was meinst du? Das Exemplar, das Lucis mir gestohlen hat. Genau. Ich dachte mir, es wäre schön, wenn ihr euch endlich mal wiederseht. Und hab ihn eingeladen. Schließlich bin ich dir zutiefst zu Dank verpflichtet. Für Insomnias Fangen. Und sicher willst du auch endlich wissen, wer oder was du wirklich bist. Zeit für ein rührendes Wiedersehen zwischen Vater und Sohn. Nein! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Naja. Wir reden hier wahrscheinlich nicht von biologischem Vater, sondern Vater im experimentellen Sinne. Würde ich vermuten. Ort wie diesen gehört? Ein wahres Zuhause? Mein Vater? Mech-Forschungsbericht 8.4.756 zu Händen seiner Exzellenz Iedolas Alderzapt. Genau. Ich freue mich, euch über einen Durchbruch in meiner Magitech-Forschung zu informieren. Endlich ist es mir geglückt, eine intelligente Waffe mit bislang nicht dagewesenem Zerstörungspotenzial zu schaffen. Ich hoffe inständig, dass ihr mit der Leistung meiner sogenannten Diamantwaffe zufrieden sein werdet. Hochachtungsvoll und ergebenst, Versatile Bissitia. Ja, Diamond Weapon. Ich meine, sie sehen ja schon aus wie Weapon aus Final Fantasy 7. 8.4. im Jahr 756. Endlich ist es mir gelungen, ein Mech mit Sicherbewusstsein zu kreieren. Ich habe meiner Schöpfung den Namen Diamantwaffe gegeben. Durch die Instabilität seines Bewusstseins lässt er sich nur schwer kontrollieren. Bei Aktivierung zerstört er daher alles in seiner Umgebung. Doch er besitzt unvorstellbare Kräfte, die sich mit keiner unserer Waffen vergleichen lassen. Selbst Insomnia, die letzte Bastion Lucis, wird durch den Einsatz meiner neuen Schöpfungen nun fallen. Und auch der Kristall wird an uns gehören. Schon bald kann ich den heiligen Stein der Legenden erforschen. Ich kann den Tag der Unterzeichnungszeremonie kaum abwarten. Der Angriff auf Insomnia. Bissitia steckte also hinter all dem. Er hat alles zerstört, was uns wichtig war. Ja. Und augenscheinlich hat es auch funktioniert. So, jetzt rasten wir mal ein bisschen hier. Bevor wir unserem Vater begegnen. Was ist los? Hast du noch nie einen Siecher gesehen, mein Kind? Hätte Lucis dich mir nicht entrissen,
dann wärst du jetzt auch einer. Das kann nicht sein. Du bist mein eigen Fleisch und Blut, geschaffen aus meiner DNA. Du bist einer meiner unzähligen Söhne. Und hättest ein Magitek-Soldat werden sollen. Ich soll? Nein, das... Niflheim hat dir das Leben geschenkt. Und Niflheim sollst du mit deinem Leben dienen. Niemals! Ich bin... Ich gehöre... zu Luzis! Ich bin keine Maschine! Wenn du schon kein Soldat werden willst, du Nichtsnutz, dann werde wieder zu einem Teil von mir. Dein Leben soll so enden, wie es begonnen hat. So erfüllt und glücklich war ich noch nie. Heute endlich werde ich stärker sein als sie alle zusammen. Den König von Luzis und sogar die Götter werde ich mir mit meiner neuen Kraft untertan machen. Ich hab ne Idee, Alter. Halt die Fresse! Oh, jetzt ist er tot. Du Mörder. Ah, Vatermörder. Nein. Erst verlierst du deine Freunde, dann deinen Vater. Heute scheint nicht dein Tag zu sein. Nein! Vitalwerte gesenkt. Keimzahl aktiver Plasmodien auf maximalem Stand. Vorgang abgeschlossen. Protokoll XDA-1002. Immortalis wird initiiert. Endlich habe ich dich gefunden. Aranea? Wir reden später. Raus hier! Verdammt, dieses neue Modell sieht nach Ärger aus. Keine Ahnung, was dir passiert ist. Aber wir müssen fliehen. Komm schon! Willst du hier etwa sterben, oder was? Vergiss es. Dafür habe ich nicht den ganzen Weg auf mich genommen. Ziel gefunden. Ciao, Papi. Oh, darf ich ein bisschen ballern? What the? Ich bin noch ein bisschen auf... Ja, Shooter-Spiele eben eingewöhnt. Weil man ja da meistens mit R2 ballert. Ich würde gern, darf ich? Entschuldigung, ich muss es einfach sagen. Ach komm, fick dich. Oh, er lebt noch. Das ist schön. Triumphschuss in your face, Alter. Gibt's hier sonst irgendwas, oder? Und ich muss ganz ehrlich sagen, Aranea sieht in ihrem neuen Lack- und Lederkostüm richtig geil aus. Ehrlich, Leute. Sie sieht einfach geil aus. Kann man nichts machen. Ja, komme vor Verriegelung. Okay. So, jetzt tun wir erstmal ein bisschen ballern, würde ich sagen. Eine Bombe hier aus dem Ding boxen, dann. Upsala. Beeilung. Ah, ich will aber mich ein bisschen austoben. Okay, ja, ins Gesicht, Alter. Snagergesicht. Yeah, Triumphschuss. Fresse, Alter. Bamsen. Bamsen. Lebt ihr noch?
tatsächlich. Ich will euch alle sterben. Jeden einzelnen. So sieht's aus. Hier noch ein bisschen. Grenade! Sicht. Bin ich also. Ich hab's verschicken. Ich will ein bisschen rumballern. Oh Leute. Ich weiß, hier kommen unendlich Gegner, glaube ich. Das ist also scheißegal, was ich hier tue. Aber das macht halt Bock, ne? Drachensatz? Komm mal her. Bam! So sieht's aus. Ist da hinten noch irgendwas? Oh, ich glaube nicht. Okay, gut, dann lasset uns Muni nachfüllen und weiter geht's. Ja, Entschuldigung, mein PC-Monitor ist gerade ausgenutzt. Aranea? Moment. Weg mit euch, Alter. Darf ich so einen Panzer nehmen? Das wäre ziemlich cool. Alter, Kenny, die alte Suffnase! Was hast denn du hier drin? Oh, what the fuck? Oh, verpiss dich, Alter. Ja, ja, ist gut jetzt. Mach dir mal hier. Ja, ja, haut rein, Jungs. Das war klar. Warte dort auf mich. Kommst du nicht mit? Ich komme später nach. Aber... Nun geh schon. Ciao, sexy Hexi. Yay, und jetzt kommt etwas ganz Tolles. Ja, ist ja gut jetzt. Wir dürfen Snowmobile fahren. Geil! Ja, Schneemobil fahren ist schon was Tolles. Ich bin nicht wirklich gut in dem Ganzen, aber macht ja nichts. Ja, ein bisschen Sperrfeuer, Alter. Ja, Lappen, ey. Leute, es ist kalt, was ist los? Ich glaube, hier kommen auch Mechas, die mich, glaube ich, mit einem Schuss aus dem Leben töten. Ja. Keine Ahnung, rechts, links, ich weiß es nicht. Schanze? Nein. Oh, 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 what the fuck, Alter, wo muss ich hin? Ich sollte mich am besten nicht treffen lassen. Jo Leute, ihr seid miserable Schützen. Oh, Chancen-Action. Oh fuck, ich konnte fotografieren, Digga. Scheiß drauf. Ich habe ja nichts Besseres zu tun, Alter. Als während dem runtersliden, Alter, ein Foto zu schießen. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Diesen Typen, Alter. Oh fuck, oh fuck. Oh fuck, ich sollte mich nicht erwischen. Oh fuck you, Alter. Das war nicht gut. Oh, Alter, verpiss dich doch, Junge. Schwuler Stricher, Alter. Yo. Oh, what? Ich bin tot, Alter. Alter, jetzt heil ich doch mal. Verpiss dich, Junge. Darf ich? Danke. Meine Güte. Oh fuck, ich hab echt den falschen Weg gewählt, glaube ich. Oh. Egal, schnell weg hier. Oh, oh. Ah, ich bin so schlecht in diesem Scheiß. Ist echt eine coole Idee, aber... Oh Gott, oh. Ich bin echt zu dumm dafür, Alter.
hab's kapiert. Gott sei Dank. Wo soll ich jetzt hin? Ja, zum Treffpunkt würde ich sagen, ne? Ja, und so beginnt es. Wir haben so ein bisschen eine Art von, ja, Open World Feeling jetzt in seinem DLC hier. Wo wir quasi ein bisschen hier, ja, erkunden dürfen, Gegner schlachten dürfen. Und ich glaube, es gibt sogar die ein oder andere Nebenquest. Oder ist eine Hütte da oben? Schauen wir doch mal, was in der Hütte so geht. Ob überhaupt irgendwas geht. Was ist das? Scharfschützengewehr. Okay, nimm es mal. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob es mir irgendeinen Vorteil verschafft, hier Garulas zu klatschen. Ich habe keine Ahnung. Aber man könnte es ja mal probieren, ne? Oh, it's dead. Nice. Gib mir. Oh, Moment, er lebt noch. Ich dachte tatsächlich, dass das Vieh tot ist, aber anscheinend nicht. Okay, egal. Ich glaube, es gab hier sogar ein oder zwei Nebenmissionen, die man so machen konnte. Ein paar Granaten aufstocken. Aber sicher bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht. Wir gehen jetzt einfach mal zum Treffpunkt, weil ich möchte eigentlich nicht zu viel Zeit in DLC, also in dieses DLC stecken, und da liegt was. Gib her, gib es mir! Also es gibt ein, zwei Sachen, die ich auf jeden Fall machen möchte, aber so im Groben und Ganzen geht es mir ja um die Story. Yeah! Leggy! Yeah! Baby! You hey! So, wir warten jetzt mal auf Sexy Aranea, damit sie die Hüllen endlich mal fallen lässt hier. Könnten vielleicht auch ein bisschen angeln. Nein? Okay. Also, das Panorama, muss ich sagen, ist schon geil, ne? Ist schon toll gemacht.
Ignis essen. Das wäre jetzt was. Diese Stille. Naja, es tut nur weh tatsächlich, aber ich meine, die Seriennummer wird uns noch von Nutzen sein, ne? Außerdem habe ich keinen Bock, ohnmächtig zu werden. Nein, so eine Schnapsidee. Ohne Schnaps. Leider. Wie oft hast du diesen Unsinn schon versucht? Prompto, was ist? Nun mach doch nicht so ein Gesicht. Ich habe deine Freundin Tenebrae getroffen. Die Jungs machen sich unheimlich Sorgen um dich. Wird Zeit, dass du zu ihnen gehst. Ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Ich wusste, dass ich aus Nevelheim bin. Habe ich's meinen Freunden verheimlicht. Aber was noch schlimmer ist, ich bin eine von Besidjas Kreaturen. Eines der Monster, die Leben meiner Freunde zerstört haben. Darum kann ich ihnen nie wieder in die Augen blicken. Da geht ihr sogar zusammen auf Reisen. Und du hast immer noch keine Ahnung, was der Prinz für ein Mensch ist? Falls du es schon vergessen hast. Wir waren mal Feinde. Für Geld hätte ich euch getötet. Aber für dich hat der Prinz seinen Stolz vergessen. Und mich angefleht, dich zu finden. Wenn das keine Freundschaft ist. Wie geht's den anderen? Naja, ist viel passiert. Deine Freunde hatten es nicht leicht, aber sie haben sich trotzdem auf den Weg nach Gralea gemacht. Willst du dich ihnen nicht anschließen? Was habe ich vor? Hat er sonst noch was über mich gesagt? So lange haben wir eigentlich gar nicht geredet. Aber der Gedanke, dass du tot sein könntest, hat besonders ihn sichtlich mitgenommen. Die anderen natürlich auch. Wirklich. Aber was war denn da mit ihm im Zug los? Wenn du deine Freunde vermisst, Prompto, dann solltest du sie suchen gehen. Wie denn? Nach allem, was ich jetzt weiß. Natürlich. Ich vermisse sie.
Aber wenn Sie mich nicht dabei haben wollen... Wenn ich für Sie nur eine Last bin... Also echt, irgendwann reißt selbst mir der Gefühlsfaden. Überleg dir, was du willst. Du hast Angst, dass deine Freunde dich nicht mehr mögen? Dann geh gefälligst zu ihnen und frag sie. Oder ist dir die ewige Ungewissheit lieber? Wenn du nicht zu dir stehst, wirst du nie glücklich. Also fass einen Entschluss und handle. Morgen suche ich den Prototyp. Du musst also alleine klarkommen, Kleiner. So sieht's aus. Endlich hat sie mal ein Machtwort gesprochen. Ach, ich mag Aranea. Und ich muss sagen, ihr neues Outfit und ihr neuer Style. Wahnsinn. Passt viel besser zu ihr. Wie ihre komische Dragonier-Ausrüstung. Dem Gebell folgen. Okay. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. So, jetzt haben wir hier ein goldenes Icon, wie man sieht. Das ist quasi jetzt eine, ja, optionale Mission, die wir tun können. Wir können es tunen. What? Ach so, mit Mikrochips. Ja, okay. Die bekommen wir erst. Beziehungsweise die bekommen wir, glaube ich, wenn wir Kämpfe machen oder so. Gut, ich werde in der Offscreen werde ich... bisschen was tun, denn es gibt hier, wie gesagt, ja, ein paar Nebenmissionen, die man quasi tätigen kann. Aber wir schauen jetzt erstmal. Wir werden uns erstmal zu dem goldenen Icon begeben und dann schauen wir mal, was uns dort erwarten wird. Bevor wir dem Katzengebell folgen. Garula-Kälbchen in Gefahr. Okay. Alle Gegner besiegen. Hi, hier bin ich. Ihr Lappen. Sperrfeuer. Upsala. Steh auf. Scheiß Tarotis, Alter. Ich glaube, ich habe mindestens schon eine Million von euch getötet, Alter. So sieht's aus. Noch mal einer. Schade. Halt so machen. Nein, nicht das Karula-Kälbchen. Sollen wir retten. Hier, weg mit dir. Bam. Nein, Aufgabe abgeschlossen. Yay. Genau, dann. Genau, und für die Mission bekommen wir quasi Items und Microchips, mit denen wir unser Schneemobil tunen können. Kann ich schon was tunen? Wahrscheinlich nicht. Okay. Obwohl, ich habe doch 5 bekommen. Ach so, ja, okay, ich kann es machen. Jump Boost, Schaden, Waffenboost. Ist eigentlich uninteressant. Machen wir mal einen Tempo Boost, würde ich sagen. Yeah! So, da war doch hier irgendwo eine Hütte noch in der Nähe. Da werde ich mich kurz mit Ammunition eindecken. Ich denke, ich werde hier offscreen mal ein bisschen rumcruisen, mal ein bisschen gucken, was so geht, ein bisschen ein paar Sachen vielleicht triggern, ein paar Sachen entdecken. Weil es gibt das ein oder andere zum Entdecken hier tatsächlich. Und dann werden wir uns, denke ich, im nächsten Part wiedersehen. Was geht hier drin, Alter? Oh, Maschinengewehr, sehr gut. Ja, damit. Scharfschützengewehr brauchen wir nicht. Im Moment zumindest nicht. Kann man hier rein? Schade. Hätte ja sein können, gell? Okay. Gut, aber ich glaube, in diesem Part werde ich noch dem Hundegebell folgen.
Ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, das Ding aufzutunen. Ich bin nämlich ein bisschen dumm, was die Steuerung angeht. Da liegt wer. Hast du etwa gebellt? Heslon. Ich glaube, ich sollte abhauen. Oh, what the fuck? Alter, chill deine Möpse, Junge. Hey, da ist Prina. Where are you going? Prina! Thank you.
Prompto. Ich hoffe sehr, dass du Noctis auch weiterhin ein guter Freund sein wirst. Er braucht dich. Prinz Noctis braucht mich? Wieso? Wieso denn mich? Ich bin noch nicht gut genug. Wollen Noct und die anderen etwa trotzdem mit mir befreundet sein? Ja, vielleicht. Ich muss. Ja, vielleicht. Ich muss. Ich muss zu ihnen. Aranea. Ich komme mit. Vielen Dank für den Arschtritt gestern. War nötig. Ich bin mir jetzt sicher, was ich selbst tun will. Solange du Schritt hältst, Kleiner? Gut, also ich muss trotz allem ganz ehrlich sagen, auch wenn Prompto manchmal eine echte Pussy ist, ja, und ziemlich am Rummemmen ist, ist es trotzdem faszinierend, vor allem ausdrucksstark, ja, wie stark er eigentlich vom Charakter her tatsächlich ist. Also Prompto ist ja nicht so ein Waschlappen, wie viele ihn vielleicht im Auge haben, die wo das Spiel nicht kennen. Oder auch Leute, die das Spiel kennen. Ich persönlich finde ihn einen ziemlich starken Charakter. Vor allem, weil er mitunter einer der, ja, ich nenne es jetzt mal, dramatischsten Hintergrundstories hat von allen. Deswegen mag ich ihn eigentlich. Ne? Muss ich einfach so sagen. So. Wir sind quasi eigentlich auch schon im letzten Kapitel seines DLCs angekommen. Wie gesagt, ich werde jetzt mal gucken, was ich da hinten offscreen zum Beispiel noch machen kann. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zusehen, Kommentieren, Liken, dabei sein. Ciao.